Ja. Bitte aufschauen. Hallo. Ja, weiß so. Wobei ich würde es auch bald mal kritisch realisieren, weil ich weiß so viel. Brav. Isolation tötet, Immunsystem schützt. Ja, genau. Ich habe nichts verbrochen, ich habe Masken auf. Ich habe Masken auf. Ich habe niemanden was dran. Ich habe niemanden was dran. Die dokumentieren mich ja gerade. Wie gesagt, ich habe mit euch überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Thema. Ich weiß, ihr macht vielleicht einen Job, einen guten Bekannten von mir ist auch Polizist. Ich weiß, dass ihr gerade einen falschen Job habt. Ich weiß es. Und ihr dacht mir so laut, dass ihr heute einen Job machen müsst. Ihr tut mir so leid, weil ich hab Mitgefühl mit euch. Weil ihr macht ja auch nur euch einen Job. Und ihr habt es nicht verdient, dass man jetzt. Und ihr tut mir so leid, dass ihr gerade das so durchführen müsst, wie ihr das durchführt. Und das habt ihr nicht verdient. Das haben wir nicht verdient. Keiner hat es verdient. Bitte. Danke. Ich bin, ihr dürft mich freiwillig. Du sagst im Grundsinn. Nein, ich habe keine Bogen dabei. Der Kollege kurz vor uns. Gerne. Welcher Kollege? Du? Gerne. Ich mach alles. Okay. Ich bin die Arbeit mit euch, die Arbeit nicht gegen euch. Und ich habe überhaupt kein Problem mit euch. Und ich sag mal wirklich, dass ihr den Scheißjob habt. Ich hab den geschissensten Job momentan. Nein, das habt ihr nicht aus. Ich hab euch einen Polizeijob ausgeschaut, was ich für die Leute da soll. Und jetzt müsst ihr gegen die Leute arbeiten. Jetzt müsst ihr. Und das kennst du nicht aus. Das tut mir wirklich leid. Was? Ich zieh mir deine Hände. Die Situation für euch ist das am schlimmsten. Für euch ist das am schlimmsten. Wir respektieren das Maßwerk. Ich bin selber selbstständig, ich bin Geschäftsführer unter der Strafstufe. Ich hab sicher einen Umsatz einbußen und ich bin am Überlegen, ob ich nicht zusperre.
und ich bin am Existenzminimum, wirklich. Ich kann, wenn jetzt nicht wieder ausgesperrt wird, dann muss ich zusperren. Dann habe ich Schulden von 150.000 Euro, kann ich zusperren. Und es kennt nichts dafür, aber es hat die, was das durchsetzt. Und deswegen bin ich heute hergekommen, weil ich gesagt habe, man muss aufstehen. Wir haben uns eh vorher gewundert. Was ist hier? Was ist hier? Weil uns das ankurz. Das tut mir echt leid. Und ich bin nicht irgendwie angesoffen und motze euch an oder so. Oder tue ich nicht. Wie denn? Du wärst sowas. Nein. Und ich brauche euch ja gar nicht anmachen. Wie gesagt, ich habe Respekt vor euch. Ich habe Respekt vor euch und vor euch am Job. Ihr macht das gut, was ihr macht. Aber ihr macht das Falsche. Ihr macht das Falsche. Und ihr sollt euch, wenn ich das sagen darf, mitkommen. Wenn ich das sagen darf, nur komm zu mir selber, Bruder. Ja, dann kannst du aber gehen, wenn du nicht festgenommen bist, kannst du gehen. Jetzt wird schnell um Sachverhaltsklärung. Ja, aber ich hab sie nicht festgestellt. Ich hab einen Ausweis hergegeben. Gib mir Maske. Was? Bist du vorne überprüft worden? Ich verstehe nicht die Corona-Maßnahmen. Was ist los? Wir schauen nicht die Ortsserie. Ja, theoretisch kannst du einfach gehen, oder? Wieso? Ja, aber praktisch nicht. Aber praktisch nicht. Ganz genau. Aber praktisch nicht. Theoretisch kann er gehen, aber praktisch nicht. Aber praktisch nicht, weil ihr euch festhalten. Gegen jede Rechtslage. Was wollen Sie jetzt von mir? Halten Sie gefälligst einen Abstand von mir, Alter. Geh weg von mir, Alter. Ich brauch da auch nichts anschaffen, Alter. Ja, kannst du? Geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich hab sie nicht beleidigt, Bewahrt die Ruhe, es hat echt keinen Sinn. Ja, hab ich nicht gesagt. Kann er eh? Aber wir brauchen es nicht anfangen. Felix! Sie gehen dann mit. Ja, ich geh mit, Alter. Beruhigt euch wieder. Ich habe eine Maske auf, ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Ich bin nicht festgenommen, ich kann eigentlich gehen. Was ist das? Nein, ich kann gehen. Sofa-Holzkehren. Ist das ein Scherz oder was? Was für einen Grund haben Sie die Herrschaft jetzt eigentlich festgenommen? Ich habe keine Maske auf, das ist ein Witz. Ja, das glaube ich auch. Sie können gerne mitgehen. Ich gehe und Sie können gerne. Ich habe keine Maske auf. Ich habe eine Maske auf. Du nicht da drin. Ja, aber jetzt habe ich eine auf und Sie können gerne mitgehen. Sie können gerne mitgehen. Ich bin jetzt da, ne? Ja. Schrei mit Erna nicht, sonst hast du nur weniger Leiberl. Oh, sie schubsen mich. Bleiben wir da. Ja, das ist ein Schritt zurück, bitte. Nur ein bisschen lassen. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Bewahr die Ruhe, sonst hast du weniger Leiberl. Das hat keinen Sinn. Ich darf nicht gehen, ich bin umkesselt, ich darf nicht gehen, ich bin in meiner Freiheit beraubt. Ich habe euch gesagt, was ich von euch wollte, ich respektiere euch. Sie kriegen die Dienstnummer vom Einsatzkommandanten. Nein, nicht vom Einsatzkommandanten, von Ihnen. Na, jeder, der was er behandelt, hat er das Recht, die Dienstnummer zu erfahren. Sicherheits- und Ordnungsdienst gehört das vom Gruppenkommandanten, die gehört da nicht, kein Problem nicht. Nein, aber nicht von Ihnen. Ich will es nicht vom Einsatzkommandanten haben, ich will es von Ihnen haben. Kriege ich nicht, danke, super, wunderbar. Ja, Sie sind super, Frau, wirklich. Ja, das ist eine gute Frage. Die Kollegen müssen diesen abklären mit ihm und dann zu der sein so. Was ist? Verwaltungsübertretung begangen und dies wird abklärt, nicht mehr und nicht weniger. Was reicht da eigentlich nicht aus, dass man Ausweis hat, sagt? Was muss man dann nachträglich nochmal weiter überprüfen? Wir haben nur angeboten, dass so ein Ort ein Organmandat bezahlen kann. Dann ist es erledigt. Ansonsten wird die Anzeige erstattet. Ja. Das ist, dürfen Sie für sich. Oder das wird da vorne abgehört, so muss ich sagen. Ja, ich sage danke. Weniger. Meine Meinung zu äußern. Und wo habe ich bitte gestört? Wo? Ja, dann bringen wir ein bisschen Tee von der Demo. Ja. Und sag mal, wo ich gestört habe. Bitte.
Wo habe ich geschlafen? Wirklich? Ich bin aus der Rechtsversicherung. Naja, wenn es geschieht beim Abhausen, ist es ein Anwalt auch teuer. Sie als Person kann schon dabei sein. Weil bei Sie verhalten die. Das schaffe ich alles ohne Anwalt im Grunde. Da brauche ich nicht einmal einen Anwalt dazu. Aber können wir ja nicht so machen. Sowas von Angst. Können wir ja nicht. Eine Frage hätte ich auch. Wenn der Verfassungsgericht, ob das jetzt schon zum dritten Mal als gesetzeswidrig erachtet hat. Ja, die ganzen Covid-Verordnungen, sämtliche, schon zum dritten Mal. Wann tritt die Polizei dann einmal in Kraft, um auch diese Verhandlungen zu ahnden, zu achten, was der Verfassungsgerichtshof beschlossen hat? Wenn die das zum dritten zu dem, was der Verfassungsgerichtshof hat, ist der letzte Instanz der Entscheidung. Der hat das jetzt zum dritten Mal. Muss es noch viermal, fünfmal kippen? Ich weiß nicht. So, 347 Verordnungen gibt es ja. Jede einzelne überprüft. 342 sind durchgegangen und 5 sind gekippt worden. Und jeder Einspruch erhoben wird stattgegeben von Richter, was ihr da bestraft. Das muss euch auch klar sein. Ich weiß von allen. Auch jeder, der was Einspruch erhebt, kriegt von Richter stattgegeben, weil er sie an die an den Gesetzen des Verfassungsgerichtshofs haltet, der Richter, der den Einspruch dann behandelt. Ja. Da muss euch auch klar sein, dass ein Haufen Steuergelder draufgehen für die Anzeigen von euch. Und wie soll das ändern, oder? Ja, ist das gesetzeswidrige Sachen an? Das ist gesetzeswidrig. Nein. Ob das dann 3 Monate später gekippt wird oder nicht, das habe ich nicht zum Entscheiden. Das sind ja schon Präzedenzfälle jetzt zum dritten Mal. Für die Demonstrationen. Das sind im Grunde schon 3 Mal jetzt ein Präzedenzfall. Was ist denn jetzt irgendwas anderes? Geht es um Ordnungsstörung? Weil sie nicht wissen, was ist. Ordnungsstörung ist auch nicht, weil es eben auch das gesetzeswidrig war. Versammlungen? Versammlungen? Wenn Sie jemanden feiern, dann eine Versammlung aufführt. Ja, wo führen Sie sie denn auf? Warum sind die aufgeführt? Außer, ihr habt das rausgefischt, weil er keine Masken angeblich getragen hat, oder? Ich habe ja Masken aufgesetzt. Wegen dann, was dann? Wegen was haben Sie es dann rausgeholt? Das ist ein Aufgefallen. Ja, inwiefern? Bei der Demo sind sie aufgefallen, das mit München so aufgefallen. Mir sind es nicht unangenehm aufgefallen. Ja, es ist recht gut, wenn Sie mal aufgefallen. Das wird sonst aufgefallen. Dass er dann keine Masken tragen hat, ja. Das ist ja der Weitere. Sie sind der Beamte. Was, bitte? Ganz kurz zum Bus hin. Ja, sehr gern. Ah, darf ich mich auch einmal bewegen? Ja, super. Bleib höflich. Nein, zumindest könnte man das auch ein bisschen schneller ablaufen lassen. Schon, ich verstehe nicht, wo das Problem genau liegt. Ja. Kein Ausweis haben, oder? Na doch. Im Grunde ist da schon ein bisschen eine Verzögerung auch taktisch involviert. Ja. Das wissen wir nicht. Sehen das ja gut aus. Haben wir sie selber gesehen, dass der eingehört. Ich bin nicht Alkoholist. Ja, ich glaube. Beim besten Willen nicht. Ich respektiere jeden Polizisten. Und ich bin dankbar für diese Sünde. Und sie danken Allah, dass sie Gott vergeben. Also zwei Runden machen die halt nicht, wie es ausschaut. Ja, ich habe was gerade gedacht. Nein, auf der Flucht, glaube ich eher. Sind alle auf der Flucht? Schaut so aus. Denk mal drüber nach. So, währenddessen da so lange verhandelt wurde oder geamtshandelt wurde, jetzt geht es da hinten schon wieder weiter.
So, ihr beiden wurdet jetzt fertig geamtshandelt. Geamtshandelt, ja. Gott sei Dank. Was war jetzt der Grund genau? Habt ihr das jetzt feststellen können? Warum? Der Grund war offenbar, dass wir einfach an dieser Versammlung teilgenommen haben, offiziell. Die abgesagt worden ist, diese Versammlung, die ist ja von der Polizei nicht genehmigt worden. Wir haben teilgenommen, wir sind mitspaziert, wir haben einen Spaziergang gemacht, der nicht genehmigt wurde von der Behörde. Und das war der Grund, dass ich da jetzt zur Seite gezogen wurde und dass ich da jetzt nicht nur ILA, viele andere Geldstrafen kriegen. Geldstrafen. Das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen. Wir dürfen uns nicht versammeln, das ist ein Blödsinn, Versammlungsrecht ist ein Blödsinn, wir dürfen nicht, weil wir werden von der Polizei aufgehalten, wir dürfen uns nicht entfernen, wir werden festgehalten. Wir leben in einer völligen Diktatur, es ist eine absolute Diktatur und wir dürfen uns nicht frei bewegen. Und jeder, der was anderes sagt, ist meiner Meinung nach ein Leugner und nicht ich. Die schlafen ja sozusagen. Ja, die schlafen. In der Regierung wird gehandelt, es wird gehandelt, das ist, will ich gar nicht leugnen. In der Regierung wird gehandelt, es wird gehandelt, aber in die falsche Richtung. Es fahren Polizeibusse durch die Gegend, man darf sich nicht frei bewegen. Ich als Mensch gehe auf die Straßen, sag Hallo, es läuft was falsch, ich will mich frei bewegen dürfen, aber ich darf es nicht. Und das ist... Es ist zum Rehren. Zumindest haben wir den Anschluss nicht verpasst, schau. Und ich hoffe, die Leute haben auf euch gewartet. Gott sei Dank. So nennt man Zusammenhalt. Ich hoffe, dass mehr Leute auf die Straßen gehen. Ich hoffe, dass jeden Sonntag mehr werden. Und dass nicht die Leute da stehen, die Augen zumachen und sagen, ja, darf ich halt nicht aussehen, ist halt so. Weil wenn es so weitergeht, dann haben wir irgendwann einmal ein ordentliches Problem. Ja, sollte es zu einer Festnahme, auch Anzeige kommen, nicht zahlen, einfach Einspruch erheben. Kein Richter würde da zu euren Ungunsten handeln. Jeder Einspruch wird stattgegeben. Absolut. In jeder Einspruch Weil alles wird stattgegeben. Es ist alles verfassungswidrig. Wir in Österreich, wir leben ja nicht in einem dritten Weltland. Wir leben in Österreich, wir haben ein Verfassungsrecht. Und das haben wir. Und das darf man uns nicht nehmen. Das darf uns niemand nehmen. Und das passiert aber gerade. Und genau deswegen sollten wir auf die Straßen gehen, weil unser Verfassungsrecht wird uns genommen. Genau deswegen sollten wir einfach hergehen und sagen, hallo, so geht es nicht. Man sollte auf die Straßen gehen, man sollte solidarisch sein, man sollte friedlich bleiben. Hey, das ist ein gutes Beispiel. Mir hat die Polizei gesagt, dass sie auffällig war. Ich sage mir nicht auffällig vorgefallen. Ja. Wir waren friedlich. Ja, richtig, es hat sich da rumgegrölt, das war jetzt ganz normal. Ja klar, man kann mal hin da was trinken, aber trotzdem. Das ist auch unser Recht. Richtig. Wir waren friedlich. Das ist unverhältnismäßig und. Und uns geht es um unser Recht. Und das ist alles, was zählt. Dass wir unser Recht durchsetzen. Das Einzige, was die Polizei uns entgegengeworfen hat, ist, dass wir auffällig waren. Wir waren anscheinend auffällig, wir haben gekrölt, wir haben herumgeschrien. Das stimmt absolut nicht. Wir waren friedlich, wir wollten für unser Recht demonstrieren. Und wir stängern für unsere Freiheit. Von unserer Freiheit besorgt. Du kannst auf die Straße gehen und deine Meinung äußern. Aber wenn die Polizei kommt, so wie hier. Die Polizei steht hier mit Kameras und filmt uns. Alter, was soll das? Dann ist das nicht mehr Meinungsfreiheit. Wir stehen hier, wir äußern unsere Meinung. Wir stehen für Meinungsfreiheit. Und das ist unser Ziel. Wir wollen keine Diktatur. Wir wollen einfach uns als Bürger dieses Landes etablieren. Und wir wollen einfach friedlich demonstrieren, dass wir auch für alle gemeinsam ein neues Land schaffen. Ein bisschen rüber. Ja, dann noch weiterhin viel Spaß auf den schönen Spaziergang. Ja, was soll man dazu sagen? So eine Lebenssituation, die kann man nur noch betrunken aushalten. Ansonsten springt man aus dem Fenster. Ich habe zuerst eben mitgekriegt, bis vorne noch geamtshandelt wurden.
dass da eine selbstständig ist, in Konkurs geht mit 140.000 Euro Schulden. Wie soll man sowas noch überhaupt verkraften? Wie soll man da ruhig schlafen können? Das kann man nur noch mit Saufen kompensieren. Das wird kein Aufruf sein, aber weil es jetzt Leute lustig machen, dass der eine stark betrunken war, der zweite nicht. Geht's erst einmal in den Schuhen des anderen, dann könnt ihr urteilen. Ja, schauen wir zurück zum Spaziergang. Hallo Kids! Hallo! Hallo! Grüß euch! Die wackeren Spaziergänger! Thank you.
wie schön lang der Zug ist, plötzlich kommen von da hinten, da schaut es Wir gehen nur zum Zug. Ich hab mir auch nicht. Mit der Maske ist ein Problem. Ja, wir tragen keine Maske aus medizinischen Gründen. Ich kann nicht veranstalten. Nein. Hier und so weiter. Ich bin schon angezeigt worden. Wie machen wir das jetzt fünfmal, oder was? Ja, ihr braucht so eine Quote, 66 Anzeigen für mich, für den Handschuh oder so. Machen wir mit. Geht schon. Für viele Informationen habt ihr, dann werdet ihr unsere Seite erfahren. Soll sein. Ist es euer Wunsch? Ist es euer Wunsch, wenn er euch verpixelt oder darf er euch so aufnehmen? Kannst du so bringen, ist eh. Ihr da ist illegal. Wie für nötigt das einen Handschuh? Ja, langsam. Ihr nötigt mich am Maske zu tragen. Ich kann das. Und ihr macht vor den Amtsmissbrauch. Alle miteinander. Ihr geht da spazieren, ihr habt keine Straftat, begangen, die sind da jetzt mitgegangen. Ich gehe spazieren, ich bin ein freier Mensch, brauche keine Maske in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, was ich jetzt mal kann. Fordert die Energie. Ja, genau. Ja, genau. Oder Gesundheit. Für mich, der Reichsherr, wie gesagt, du bist 2 Meter Abstand. Wir wissen, dass ihr selber die Soll das? 2 Meter Abstand. Ja, wenn seid ihr da, fährt voll. Dann bin ich bei dir. Wenn wir dann am Boden kriechen müssen, dann ist das auch okay. Müssen es nicht. Na, wenn der Kurt sagt schon, dann müssen wir es anscheinend doch. Hat er noch nie gesagt. Der Verfassungsgerichtshof hat das alles für gesetzeswidrig geachtet. Schon zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind normalerweise 3. Alles, was drüber geht, ist dann. Ich habe Masken auf und muss stehen bleiben. Also die auch festgehalten? Ich bin ein reiner Spaziergänger und muss hier stehen bleiben, weil ich eine Maske auf habe. Aus dem Grund haben sie jetzt rausgeholt. Ich muss stehen bleiben. Obwohl ich der Beamte sagt, ich muss stehen bleiben. Was für einen Grund haben sie jetzt den Herrn da rausgeholt? Sie sind befohlen worden, hat er gesagt. Also ich habe auf meiner Kamera drauf, dass er ruhig war, nicht gegrölt hat, immer die Masken auf hat. Wollen Sie den Steuerzahler echt wirklich auch Geld? Das zahlt das Steuerzahler alles, was Sie da fabrizieren. Kein Kommentar, ist auch ein Kommentar. Sind wir verhaftet? Festgehalten? Warum? Mit welchem Grund? Weswegen müsst ihr die Identität feststellen? Weil ich da auf der Straße gehe. Alles ist okay, aber was ist, warum haltet ihr mich fest? Warum haltet ihr mich fest? Und warum wollt ihr den Delay feststellen? Ja, dann sag ich den Ausweis nach. Ja, habe ich. Ja, sie wollen den alle nur. Was nehmt ihr? Mit 200 Schilling, oder? Und anderen. Was ist mit uns? Was bringt mit uns? Wie können wir denn die Feststellung gern? Ja, machen wir das. Ja, was ist denn das dann? Wenn ihr niemanden anzeigt, dann ist kein Problem, dann darf ich Sachbeschädigung oder was? Dann sind 2 raus und die Hochschulpolizei, weil die Polizei war friedlich, hat nicht eskaliert oder was? Steht dann da drinnen? Na, da steht dann drinnen, Polizei hat die Nazis wieder wüten lassen ohne Masken. Das steht drinnen. Und ihr keine Anzeigen kann. Wenn ich den Verhandlung gebe, den Sandschiff und dann verliert den Job auch noch. Warum macht sie mit? Polizeiliche Anzeigen wird aufgezeichnet, das wiederholen nochmal die polizeiliche Anzeigen wird aufgezeichnet. Wenn es nur bitte kurz machen. Wenigstens sind wir nicht erlaubt. Ja, schau, wie viel jetzt die Kämmern oder Kühlerei oder Spiel 130 gemacht wird. Das ist ein Problem für euch, wenn ihr euch auf Kamera aufnehmt. Passt schon. Glaubst du, die Leute noch ein respektvoll, wenn ich willkürlich Leute da in die Einwege habe ich jetzt im Weg, ganz normale Leute arbeiten, die schon nutzen. Ich bin endlos! Aber ihr macht das ganze Ansehen der Leute, die eigentlich immer so respektiert und verpflichtet haben. Ist so.
Ja, traurig ist. Aber irgendwann mal rennt sie dann durch die Straßen und keiner respektiert euch mehr. Niemand ruft euch, wenn ihr Hilfe braucht. Ich liebe die österreichische Staatsgewalt. Naja, wenigstens macht ihr keine Terroristen-Festnahmegriffe wie in Deutschland. Die sind ja ganz gewieft in Deutschland. So mit ins Gesicht. Ja, aber die Rechten sind immer schlimmer wie die Linken. Aber es ist noch immer Wetter, dann ändert sich nichts. Oder gleich gleich. Kein Problem. Wurden Sie festgehalten? Nein. Er hätte keinen Grund, mich festzuhalten. Tja, das ist halt kein Grund mehr, wenn man keinen Grund hat. Kriegen Sie Probleme, wenn ich Sie auf Kamera aufnehme? Ja, der hat wieder mit der Kamera. Ja, er hat den. Sie können gerne filmen, aber halten Sie ein bisschen einen Abstand von der Anzahl. Ich hab den Abstand. Ja, gehen Sie ein bisschen zurück. Sie ich hab den Abstand durch. Genügend. Halten Sie bitte den Abstand und gehen Sie ein bisschen zurück. Der Abstand reicht. Ja, aber Sie gehen mitten durch die Amtshandlung, wenn Sie ein bisschen zurück. Ich bin von der Presse, ich habe das Recht, ein bisschen näher einzugreifen. Halten Sie ein bisschen einen Abstand und gehen Sie zurück. Ich bin weit genug entfernt, oder? Ja. Wo störe ich da die Amtshandlung? Immer mitten durch, ja, ich bin von der Presse, ich habe das Recht, ein bisschen tiefgreifend da einzudringen. Wäre nett, wenn es den ORF oder Ö24 auch verzöhnt hat. Und nicht nur so Journalisten wie mir, gell? Wenn die Leute wollen, dass die Gespräche aufgezeichnet werden von mir, dann ist das ein Akt, der was gewährt werden muss von ihnen. Dass die das wissen, gell? Machen Sie es einfach. Ich finde das traurig. Es ist Wahnsinn, wie schnell ist das? Wie verarscht es die anderen? Wie schnell? Also wenn das nicht... Von der anderen Seite. Ich weiß genau, wie schnell. Wo fahren wir im Staat Österreich? Setzt die Polizisten auf die Autos, ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Unverhältnismäßig. Erstkriminelle. Das ist nicht angemessen. Ob das jetzt 20 Leute, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr. So viel Leute. Ja, aber so viel Leute, wie ihr seid. Ihr seid ganz schneller. Wir sind exklusiv, aber reden darf ich auch noch. Bitte den Job, den kann er, dass ihr nicht reden darf. Die Leute spazieren gegen Auflösung.
Leute, die irgendwie die Verbrechen begehen. Oder einfach das Richtige machen. Im Dienst bleiben und das Richtige tun. Weil wenn die Polizisten abgängen, ist auch falsch. Weil dann sollen sie dann nicht einmal herstellen gegen die Bevölkerung. Ja! Jetzt sollen sie endlich einmal einspielen. Zuerst muss den Leuten nicht in die Strecke gehen, damit sie auf die Straße gehen. Und das ist halt der einzige Moment, wo man Schal hochzieht, damit ich zu meiner Arbeit nicht behindert werde. Das dauert hier noch ein Jahr, bis die Leute die Insolvenzwelle kommt. Wenn es jetzt nur ein Jahr dauert, dann haben wir aber wirklich verloren. Ja, wie lange? Weil da sind wir so Monate kaputt, dass da kein Zurück mehr gibt. Ja, zurück zu der alten Normalität wie ja nicht. Klaus Schwab und einer ganz satanischen. Die ganze Privatisierung gehört einmal geahndet und verachtet. Und Die Leute haben hier im Land, im Hofer, ich bin ja bei Maskenbetreiber hier seit März letzten Jahres, dreimal habe ich es auch gehabt, ganz am Anfang jetzt nicht wieder. Da raunzen sie, wenn sie reingehen in den Hofer, raunzen sie alle die 50, 60-Jährigen mit den Maske. Scheiß Maske, aber alle gehen rein. Ja, mit man da dann und samplen von der Hand, virtuell samplen sie mit, aber auf die Straßen geht er fast keiner. Ja. Die kleine Mitarbeiterin, ich kann eh schon immer mit der Maske, aber ich muss halt. Sudan ist gut und schön, aber wenn man das daheim macht, müsste ich einmal reingefahren, oder wie? Das ist mit den Schaulustigen. Die Leute da hinten. Der ist uns gerade hinten aufgefahren, weil er nur gaffen kann. Das ist halt auch so eine Sache. Gaffer, Gaffer hin und her, ja. Gescheiter was, ihr schließt uns an, ja. Schließt euch an, macht mit bei den Protestspaziergängen, dann braucht ihr gar nicht hinten auf dem Auto aufgefahren. Schau, so was passiert am Start. Das sind die Kollateralschäden dann. Ja. Ich habe gesagt, früher sind wir essen gegangen, das Geld können wir jetzt nicht ausgeben, jetzt geben wir es halt für eine Antwort aus, wenn wir straft werden. Ja. Nein, um Gottes Willen. Ich habe schon die ganzen Einschüsse, die haben wir schon runtergeladen, überall. Ja. Da brauche ich nicht einmal einen Anwalt. Ja, eben. Ein Anwalt kostet mehr, als was du dann zahlen müsstest. Ja, 25 bis 50 Euro. Das ist jetzt mit Liter, was bei dir ist von 2 Euro. Wenn man nachher essen geht, kostet es auch 25 Euro. Ja, damit man dann nicht versetzt, weil da kommt es auch nicht vor. Na, kein Richter wird da jemals den Einspruch nicht recht geben. Das ist mein dritter Anzeige, ich zeige Ihnen von 2 Wochen. Das ist echt zart, weil ich keine Masken drauf. Ja. Echt, wirklich. Hast du es schon zugeschickt? Nein, da war ich noch nicht in Wien, war Samstag, letzten Samstag in Wien. Dann vorletzte Woche in Salzburg. Ja, im Bus wollte man heute eine reinhauen. Ein 15-Jähriger hat gesagt, uns zwei. Weil man keine Masken hat, dazu die Bulli, bitte, weißt du, was ist? Reißt sie zusammen. Ja. Ja, wir dann auch, sind wir die Trotteln oder was, sag ich, sie, wenn sie es tanzt, dann sind sie es. Ja, dann sie. Wahnsinn. Nein, ganz schön, solche Zustände. Das RKI hat ja außerdem das FFP2-Masken. Sind schädlich. Sind ja für den privaten Gebrauch nicht geeignet. Sie sind, die CO2-Atmung wird gefördert, damit kein Kontaminierung. Die Hirscher waren schon davor. Das ist ja das. Und die Leute werden nicht runter. Und es ist überall Chemie drinnen in diesen komischen FFP2-Masken. Ja, jetzt gehst du dann in den Sparkler, schau mal, wie ich ausschau. Das ist schon die normale OP-Masken, hat mir Kopfweh bereitet. Ja. Ich war ja Lagerungsgehilfe im OP-Bereich. Und wir sind nicht ohnmächtig geworden, weil wir kein Blut sehen können, weil wir Sauerstoffmangel hatten. Ja, ja. Ja, ist so geil, ja. Ist so geil, mit so 2 Meter Schau. Ich liebe ihn. Ah ja, die sind verkündet. Noch ein Applaus oder was? Für den neuen Einsatz. Heute erledigt. Sie haben gesagt, wenn wir zwei nochmal hingehen, dann werden wir da. Das ist ja.
Pfeife, wie lange dauert es, bis du ein bisschen Bier trinkst? Ja, ich denke, wahrscheinlich haben wir Zeit nur, weil das passiert. Wie lange dann? Wenn sich dann die Behörde entscheidet und aufgrund der Covid-Maßnahmen die Behörde auf Spaß haben. Wie schaut es aus, wenn wir pfeifen? Dann festgenommen? Oder? Das ist wirklich sehr nett. Ich weiß, was ist denn laut? Wir werden es uns eh behaupten. Ich habe es gerade hier. Du schon im Waffel zu uns lang. Ja, gratuliere. Wir machen es. Bravo! Einsatz! Ich fühle mich so sicher jetzt, danke! Danke für euren Einsatz! Friede! Freiheit! Keine Diktatur! Friede! Freiheit! Keine Diktatur! Friede! Freiheit! Keine Diktatur! Friede! Freiheit! Keine Diktatur! Wenn er die Musik ausdehnt, dann wird er wieder verhaftet. Wenn er zu laut auftritt, wird er verhaftet. Wenn er zur Gruppe hingeht, dann wird er verhaftet. So, wer sind jetzt die Hürden? Die Herrn Amtshändler oder sind das Hürden? Das werden Richter entscheiden. Hoffentlich. Und bald einmal. Weniger stehen auf. Na voll. Ich war in den 30er Jahren genauso. Ich habe das Problem in der Schule auch nicht verstanden, wie die da durchkommen sind mit dem Ganzen. Ganz heimlich haben es damals auch in den 30er Jahren gehabt. Die Armbinder, die Deppen, der Wurst, das müssen wir halt, jetzt geht's auf, machen wir mit. Jetzt werden alle Fragen beantwortet, die wir uns im Geschichtsunterricht gestellt haben. Die Amerikaner, die KZs befreit haben, die umliegenden Dörfer, haben die ja alle gesagt, die ganzen Dorfbewohner, na, was für Lager, wir wissen von keinen Lagern, was für ein KZ, was ist das? Haben doch alle gewusst, dass das existiert. Aber Lager gibt es zum Beispiel in Deutschland schon. Jeder, der was nicht impfen lässt, der muss da in dieses Quarantänelager, so nennt man heute KZs oder FEMA-Camps, würde ich mal sagen, ja. Da müssen komplett gesunde Leute dann rein und werden von einem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Wie gesagt, das ist keine Verschwörungstheorie, in Deutschland gibt es diese Camps schon. Die sind zwar noch nicht befüllt, aber das ist scheißegal, ob sie jetzt dabei voll sind oder nicht. Die Frage stellt sich, warum gibt es diese Lager? Schaut euch mal an, wie viele Leute in der Getreidegasse sind. Also der Lockdown schreckt immer weniger Leute ab. Ha? Und das glaube ich liegt nicht nur daran, dass heute ein Spaziergang wieder war. Ich glaube nicht, dass die alle da bei einem Spaziergang teilgenommen haben, leider. Aber immerhin trauen sich die Leute doch wieder nach und nach mehr raus und pfeifen auf diesen Scheißverordnungen. Wir konnten einmal ein Spielchen machen. In welchem meiner Video ist kein Lieferando-Radfahrer zu sehen? Das wird ziemlich schwer, weil mindestens 2, 3 jedes Mal drauf hab. Das sind Zeiten, ha? Degenerierte Gesellschaft kann ja eine Fürs nicht mehr selbst in die Hand nehmen, um zum Wirten zu gehen. Oder irgendwas in ein Geschäft einzukaufen, weil es ist nur noch online und wird geliefert. Das ist keine Qualität, das ist Quantität. Tut mir echt leid für euch. Because I always look at this crazy guy going in the wrong direction. Yeah! I like, should go down. No! So, das war's für heute, ha? Ich bin schon neugierig. Schauen wir mal nach vorne. Schaut auch gerade, Thierry, was los ist. Ja, wir haben unser Rad leider vorne stehen, Motor kurz. Und wir sind mit dem Radl gefahren, haben wir noch in der Matkan drin. Und schauen wir mal, was los ist. Ja. Morgen. Ich habe mein eigenes TV-Magazin. Ich sage immer noch TV. Ja. Ich habe früher beim Fernsehen gearbeitet, aber hängt mir das TV noch im Mund drinnen. Das kriegst du nicht weg. Aber auf YouTube tummelt mich jetzt mittlerweile rum. Krypto-TV. War die beste. Von gestern war das eigentlich am besten. Und ich habe sämtlich angeschaut, was von der Krypto ist. Ja, es gibt viel fähige Leute, Gott sei Dank. Aber der hat relativ gut gemacht. Es war tragisch, wenn es nur mich gab. Dann hätten wir ja wirklich verloren.
Das ist aber ganz interessant. Das stößt du nur erst auf Facebook drauf und machst du jetzt einen Bericht auf das Jahr. Genau. Die andere auch YouTube ist mein Mediathek geworden, weil beim Fernsehen habe ich das jetzt nicht mehr. Ja. Und geht genauso gut. Ist halt nur noch aus reinem Idealismus heraus. Aber ja, es ist ja das Jahr habe ich nicht mehr viel zum Tun gekriegt. Also was soll ich sonst tun? Früher habe ich Festivals gefilmt, noch Kongresse, alles Mögliche. Ziemlich schwer, die Steine. Jetzt bin ich ein Sozialschmarotzer heute. Wenn es anders nicht geht und solche, das sind eben mehr, weil ich sage nicht Sozialschmarotzer. Naja, das habe ich jetzt sarkastisch gesagt. Ja, ja, aber mir werden die Leute echt warten, die was arbeiten können und nicht dürfen. Ja, ja. Das ist das. Die möchten und können, aber nicht dürfen. Ich dachte, du warst von, was interessiert, du warst vom Beruf aus, von früher für eine TV-Sendung gearbeitet. Ja, ich war da. Nein, nein, bei FS1. Und ich habe da mein eigenes TV-Magazin gehabt, war da selbstverantwortlich für meine Themen, habe gefilmt, geschnitten, hauptsächlich im sozialkritischen Bereich schon auch damals, aber auch das Geld- und Bankensystem aufdröselt gehabt, aber alles mögliche, habe Naturfilme genauso gefilmt. Das einzige Genre, was mir bis jetzt abgeht, ist Sportgenre, weil sonst habe ich jedes Genre schon bedient. Ja. Also musikalische Sachen, humoristische, künstlerische Sachen. Und das ist jetzt für 2020 und jetzt 2021 tot. Ziemlich tot, oder? Ja. 2020 wahrscheinlich doch. Es ist komplett März, vorbei. März, April, ne? Ja, ja. Dabei weißt du, ich finde ja, das ist so eine Sauerei, wenn du jetzt sagst, ich streite mit meinen Geschwistern dazu. Sag ich, weißt, bitte erklärt es mir mal, in Wien waren 10.000 Leute, wo ist ein Cluster, wo sind die Ansteckungen, wo sind die Toten? Ja, ja. Dann müsst ihr jetzt ja abgehen, die Post, wenn das so wahr ist. Aber sagen, warum ärgert mich das so, wenn sie so einen Scheiß machen wie da mit Masken tragen und das alles? Bei einer Epidemie müssen mindestens 20% der Bevölkerung krank sein. Ja. Es sind 0,0138 positiv, aber das heißt noch lange, dass ich krank bin. Ja. Wo sprich ich da von einer Epidemie? Nicht einmal eine Pandemie. Nein, eben das ist ja das. Und dann jeder Arzt, ich habe selber Krankenpflegerschule hinter mir, ja. Ich habe die Hygiene und Desinfektionslehre, das war ein schwieriges Murz-Orgs-Fach. Ja. Und da haben wir genauso Bescheid wissen müssen wie ein Arzt, wie ich zum Patienten zugehe. Ja. Und auch jeder Arzt, der da mitspielt, das ist ein Verbrecher. Das ist ein Verbrecher. Ja. Ist ein Verbrecher. Aber tut mir leid. Der Bakti hat so schön gesagt, es gibt zwei Arten von Ärzten. Die einen, die wirklich für die Leute da sind, und die anderen, die Geld verdienen. Ja. Ja. Die nur wegen den Medizin studieren, weil es wegen der wirtschaftlichen Seite. Es ist so eine Erpressung, wie es die Economic Kittens machen. Die sagen, du hast zwei Koffer, nimm den Geldkoffer oder nimm den Revolverkoffer. Ja. Aber trotz alledem, ja, es sind trotzdem Verbrecher. Ja, ja. Nein, ich sogar. Die Dinge sind alle viel mehr aufstehen. Aber trotzdem ist eine Frage der Zeit. Es wird sich heuer noch was ändern. Ich habe mich auch vom Sender dann entfernen lassen, weil ich zu sozialkritisch war. Ich bin ja dann auch gekündigt worden vom TV-Sender. Weil ich zu investigativ gearbeitet habe. Und ja, da muss man dann schon sagen, akzeptiere ich das oder treibe ich Fahne nach dem Wind. Ja. Genau. Und das ist ja jetzt bei den Medien auch, es ist ja unglaublich, was die berichten, was da abgeht. Mir dann ja schon, ich habe schon lange nicht mehr was Fernsehen. Aber letztens auf der Wien-Demo haben wir bewusst Nachrichten geschaut und gesagt, jetzt bin ich neugierig, was die berichten. Allein diese Aussagen von der Demo, von der Mehammer, eine Lüge, unvorstellbar. Ja, Hooligans, Rechtsradikale, wir sind alles, was weiß ich was. Wir haben also alle friedlich demonstriert. Sturm aufs Parlament, cool! Es gibt keine schlimmere Rufmordaktion, wie einen Nazi zu nennen. Was Schlimmeres kann man nicht antun. Aluhutträger, damit kann man noch gut umgehen. Das ist gar noch eine gewisse Auszeichnung. Aber einen als Nazi zu deklarieren, dann ist aus der Ofen. Gehen wir auf dem Arbeitsamt und der Betreuer googelt deinen Namen nach und findet dann so einen Bericht, du wärst ein Nazi oder was. Ja. Dann schauen wir, dass du Arbeit kriegst. Ja. Nein, nein, es stimmt schon. Das ist, da wird jetzt schon wahnsinnig viel. Aber wir haben eh schon alles fertig. Montag, ja. Sehen wir uns eh morgen. Ja. Dann gehen wir wieder durch eine Geisterstadt, gell? Ja, lassen wir sie wieder fünfmal kontrollieren. Schönen Sonntag noch. Ja, ich auch. Super, dass du da warst. Ja, was grüßt du dir? So, somit ist der Spaziergang jetzt beendet. Ihr seht, es sind immer viele Leute da. Ich meine, die meisten wurden so abgekapselt von der Aktion des Spazierengehens selbst. Und
war trotzdem ein schöner Tag, anhand dessen, weil so viele Menschen waren, die teilgenommen haben. Weniger schön war natürlich die Willkür der Polizei, weil sie einfach nicht begreifen, wie, was sie da wirklich treibt. Aber schauen wir mal, was die Zeit bringt, ob die Polizei auch noch wirklich aufwacht, kollektiv hoffentlich. Somit danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal bei Crypto TV. Nicht da hinten uns. Hat er einen Notruf. Bitte einfach was passiert denn? Dass er über die Polizei schimpft und ein lächerlich macht, das ist Arbeitsbeschaffung. Und ich habe euch nur zugehört und fertig. Ihr seid die Lustigen. Und ihr habt Arschlöcher. Naja, das ist nicht okay, was da macht. Und dann schreit Hilfe. Hey, geh her mit deinem Foto. Dann haben wir uns unterhalten und die zwei haben zugehört, das haben wir nicht gewusst, haben dann plötzlich ein Foto gemacht und Arschloch gesagt. Das hat er mir dann erzählt, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Nein, sie hat es gar nicht mitgekriegt. Er hat gesagt, er fotografiert ihn jetzt auch. Und dann hat er ihn attackiert am Bein. Hat gesagt, er soll das Foto löschen, aber er hat uns auch gesagt. Ja, und der Herr hat das Foto gemacht. Ich werde Sie auf Wunsch verpixeln, wenn Sie wollen. Wollen Sie, dass Sie sich verpixelt? Ja. Ja, wie verpixelt sie? Ich werde sie nicht veröffentlichen in dem Sinne. Aber da hast du jetzt ein Pech in der Öffentlichkeit. Wie viele Rechte hat ein normaler Bürger, wenn man bei einer Demonstration zuschaut? Das frage ich mich jetzt nicht einmal. Zuschauen. Ich habe mich fotografiert, weil sie über Einzelhut machen können. Das frage ich mich, wie soll ich? Wir haben diskutiert, ganz normal. Wir haben immer diese Leute überhaupt nicht. Der hat mich angegriffen, Der hat mich angegriffen, wollte ihn vom Rad runterhalten. Okay. Das ist unglaublich. Er ist der Polizist. Ich bin der Echt? Ah ja, stimmt ja. Ja, ja. Stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind es. Nein. Nein, ich meine, es ist eine von diesen aggressiven. Ich tue das. Crypto TV. Auf YouTube oder wo? Ja. Beim Fernsehen darf ich nicht mehr arbeiten. Das muss ich auf YouTube weitermachen. Erst wenigstens rauchen während der Arbeit. Die armen Schweinbeine alle haben die nicht den Luxus, gell? Ja. Thank you.
Die Leiter. Hihuhu! Hihaa!
Aufwachen.